So, wir sind heute unterwegs und werden Auto ein bisschen kochen. Dafür brauchen wir jetzt noch einen Platz, den suchen wir uns gerade. Und was wir alles dabei haben und was es gibt, das seht ihr gleich. Meine Wade hat noch nicht verstanden, dass es so schön ist, um nicht zu wandern. Was ist das? Das Ding ist, wenn das hochkant draufsteht, dann war das an der Pflanze. Und irgendjemand hat es trotzdem umgeboxt, beziehungsweise irgendein Tier, ne? Wir machen heute klassische Pasta. Dafür gibt es Fusillini, eine Tomatensauce, Zwiebeln, Pfeffer, Salz, Kidneybohnen und Würstchen. Geil, das ist gerade Leben in der Lage. So, dann machen wir jetzt schon mal das Pastawasser, weil die Nudeln kochen ja eben ein bisschen. So, einfach mal einen Liter rein. Richtig Deckel drauf bei der Menge, weil wir haben nur einen kleinen Kocher. Ja, jetzt heißt es abwarten und schon mal schnippeln. So, schon mal die Würstchen schnippeln. Das muss nicht so... ein bisschen weit geschmeckt. Das muss auch nicht so fein werden. Ein für Koch. Das muss auch nicht so fein werden. Weil wir haben ja zum Glück Zähne. Und wir wollen ja schnell essen. So. Studieren wir schnell. So. Übrigens rote Zwiebeln, weil weiße einfach nicht so gut sind. Und für die Biologen unter euch, bessere Antioxidantien. Die sieht nicht mehr so gut aus. Nehmen wir die. Deswegen nehmen wir immer ein bisschen mehr mit. Ganz entspannt runterschneiden. Zack. Wichtig beim Zwiebelschneiden übrigens für einen kleinen Mehrwert. Bei der Zwiebel ist es zu empfehlen, zeig ich mal an der hier, das ist da, wo die Wurzeln rauskommen. Das lasst ihr dran, weil da ist der ganze Zusammenhalt, wenn man das sich mal anguckt. Hier läuft alles zusammen. Das heißt, das gibt euch am Ende Halt. Schneidet ihr die Seite ab, könnt ihr das halbieren, habt einen Anfang so und habt dann am Ende immer noch den Halt, dass ihr, dass euch die Zwiebel nicht auseinanderreißt. Das macht es einfacher zu schneiden. So, wir haben Schnippeln auch erledigt. Ich könnte jetzt noch mal schnell die Bohnen abgießen. Ja. Also was auch viele nicht wissen, das hier, das ist Waldklee. Sieht aus wie ganz mal Klee, den man halt so auf der Wiese kennt. Dadurch, dass er allerdings im Wald wächst, hat der Säure drin. Also nicht Säure im Sinne von schädlich, sondern so leicht so wie Zitrone, schmeckt wie Sauerampfer. Den kann man tatsächlich essen. Sieht so aus. So. Hat so ein leicht mattes Blatt oben und hat immer nur, das ist wichtig, hat nur ein Blatt pro Stängel. Das muss man sich merken, weil ansonsten ist das mit, ich habe den Namen vergessen, kann man leicht verwechseln. Wächst in der Nähe, muss man aufpassen. Aber ansonsten kann man die essen. Ja. Davon sammle ich jetzt ein paar, die schnippeln wir nämlich als Topping. Ja.
Nächster Step. Jetzt kann das Öl rein, weil wir wollen die Zwiebeln vorher noch ein bisschen andünsten. Ja, ich sag immer viel, viel. So, dann Würstchen und Zwiebeln rein. Und gleich wieder zurück auf den Bretter. Den Klee habe ich hier übrigens zwischengelagert. Den können wir uns dann nehmen wie so Frühlingszwiebeln quasi, aber halt in sauer. Also eher ein bisschen wie so das Zitronentopping auf dem Schnitzel. Zumindest so der Plan. Sieht doch schon mal gut aus. So. Oh, das habe ich. Warum? Pur Salz. Naja. Wir schnippeln jetzt nochmal schnell den Käse. Ich habe nämlich noch Käse mitgebracht, den habe ich vorhin vergessen zu zeigen. Als Streukäse quasi, aber wir haben Scheibenkäse, deswegen muss ich den klein schneiden. Der Käse, der Fäden zieht. So, wir haben jetzt alles leer gegessen. Wirklich, es ist nichts mehr da. Dafür sind wir aber auch ordentlich gefüllt. Also noch einen Topf, noch eine Nudel mehr. Ne, da hätte nicht mehr reingepasst. Ja, war echt knapp, ey. Ja, aber dafür total lecker. Ja,